Moin, mein Name ist Nico der Profi und ich habe heute wieder einen weiteren Guide für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr in Ark Survival Evolved Kibbel herstellen könnt. Wenn du noch mehr Tutorials, Guides und Videos generell rund um Ark sehen möchtest, kannst du auf jeden Fall den Kanal abonnieren, denn es gibt schon einige Videos zu vielen verschiedenen Themen auf diesem Kanal. Aber fangen wir mit dem Video an und ich habe uns heute mal einige Sachen vorbereitet. Also im Prinzip 8 Kochtöpfe, denn die brauchen wir auf jeden Fall auch. Es gibt insgesamt 6 verschiedene Kibbelarten, aber 2 Zutaten, die ihr selber kochen müsst und die zeige ich euch auch, wie ihr die kochen könnt. Generell möchte ich einmal kurz erklären, was Kibbel denn überhaupt ist. Kibbel ist Trockenfutter, das ihr aus verschiedenen Zutaten kochen müsst und es ist für die meisten Dinos am effektivsten, wenn ihr sie damit zähmt. Außerdem ist es vorteilhaft, wenn ihr ein Gewächshaus habt zum Kibbel herstellen, denn ihr braucht einige Zutaten wie Beeren und Gemüsesorten und die bekommt ihr eben am besten über ein Gewächshaus und müsst sie so nicht immer sammeln. Wie ihr ein Gewächshaus bauen könnt, habe ich euch oben verlinkt, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt wirklich mal an mit dem Kibbel kochen. Und wir fangen an mit dem ersten Kibbel, das ist das Basic Kibbel und ich blende euch mal eben ein, von welchen Dinos ihr das extra Small Egg bekommt, das ihr für das Basic Kibbel braucht. Unter anderem könnt ihr ein extra Small Egg bekommen von einem Dilo, von Dodos, vom Featherlight, vom Kairuku, vom Lystrosaurus, vom Parasaurus und vom Vulture. Ich persönlich würde mir jetzt Dodos oder Dilos zähmen, damit ich eben extra Small Eggs farmen kann, weil das meiner Meinung nach jetzt hier die einfachsten Dinos sind, die ihr so zähmen könnt. Und mit dem Basic Kibbel könnt ihr dann folgende Dinos auch zähmen. Den Dilo, den Dodo, den Featherlight, Glowtail, Kairuku, Lystrosaurus, den Affen, den viele gerne haben, den Parasaurus und das Fiomir. Für das Basic Kibbel braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht eben ein extra Small Egg. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Dodo-Ei genommen, damit ihr eben auch seht, dass es tatsächlich mit dem Dodo-Ei funktioniert. Ihr braucht 10 Amar-Beeren, ihr braucht 5 Mecho-Beeren, 10 Tinto-Beeren, 10 Fiber und ein gegrilltes Fleisch. Standardmäßig immer drin liegen muss, sind eben Fasern bzw. Fiber und immer Wasser. Wenn ihr das reingepackt habt, dann drückt ihr einfach auf Feuer anzünden und dann müsst ihr etwa 30 Sekunden warten und dann ist das Basic Kibbel fertig. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, kommt eben am Ende das Basic Kibbel raus. Das seht ihr jetzt eben hier auf der Seite. Das klappt also wunderbar mit einem Dodo-Ei, ist die richtige Größe. Kommen wir dann zum Simple Kibbel und übrigens werde ich euch nochmal den Dodo-Dex verlinken, denn da steht auch nochmal alles drin. Da könnt ihr nochmal nachschauen, was ihr genau alles braucht. Ihr könnt natürlich aber auch einfach an gegebener Stelle das Video pausieren und ich werde euch auch die Timestamps verlinken, sodass ihr immer zum jeweiligen Kibbel springen könnt. Für das Simple Kibbel braucht ihr ein Small Egg und das bekommt ihr von folgenden Dinos. Ich blende euch sie wieder ein. Unter anderem vom Compi, vom Gallimimus, vom Mikoraptor, vom Oviraptor, vom Petschi, vom Petri oder vom Raptor oder auch vom Triceratops. Ich persönlich würde mir dafür jetzt entweder ein Petri zähmen oder eben auch ein Raptor, weil das hier Fleischfresser sind und die relativ schnell zu zähmen sind, dadurch, dass ihr Fleisch benutzen könnt. Die Pflanzenfresser brauchen ja immer ein bisschen länger. Folgende Dinos könnt ihr dann da eben mit auch zähmen. Ich lese jetzt hier nicht alle vor, sondern immer nur ein paar ausgewählte, weil es sonst einfach zu lange dauern würde. Unter anderem die Giant Bee, was sehr interessant ist, dass ihr sie schon mit dem Simple Kibbel zähmen könnt, weil die Giant Bee auch sehr, sehr wichtig ist für späteres Kibbel. Ein Iguanodon, ein Petschi, ein Triceratops oder auch ein Raptor. Für das Simple Kibbel braucht ihr folgende Zutaten. Also wie gesagt, das Small Egg. Ich habe hier in dem Fall mal ein Petri-Ei genommen. Ihr braucht gekochten Fisch. Ihr braucht 5 Mecho-Beeren. Standardmäßig wieder 5 Fasern. 2x Karotte und eben auch das Wasserglas. Wenn ihr alles drin habt, wieder einmal Feuer anzünden. 30 Sekunden warten und dann habt ihr euer Kibbel. So, die 30 Sekunden sind rum und wie ihr seht, hier ist einmal das Simple Kibbel drin, hat also auch mit dem Petri-Ei wunderbar funktioniert. Dann kommen wir einmal zum Regular Kibbel und da blende ich euch jetzt auch wieder ein, welche Dinos eben das Medium Egg droppen. Unter anderem ist es der Ankylosaurus, der Baryonyx, der Carnotaurus, der Diplodocus, Iguanodon, der Skorpion, der Sarko und auch der Stego. Ich persönlich würde jetzt hier wieder ein Fleischfresser zähmen, also unter anderem ein Kano, ein Sarko oder ein Skorpion, weil die wie gesagt eben schneller zähmen sind, dadurch, dass ihr eben sie mit Fleisch zähmen könnt. Folgende Dinos könntet ihr dann damit eben auch zähmen, zum Beispiel den Ankylosaurus, den Baryonyx, den Kano, den Dodecorus, was sehr gut ist, denn den braucht ihr auf jeden Fall zum Steine farmen und der braucht auch lange, bis er gezähmt werden kann, weil es eben ein Pflanzenfresser ist. Außerdem könnt ihr damit den Petri zähmen, den Sabertooth, den Sarko und auch ein Stego. Folgende Zutaten braucht ihr, also einmal das Medium Egg, ich habe jetzt ein Kano-Ei genommen, dann braucht ihr einmal Räucherfleisch, 2x Mais, 2x Kartoffel und standardmäßig wieder 5 Fiber und eben Wasser. Das Ganze wieder einmal anstellen, 30 Sekunden warten und dann bekommt ihr euer Regular Kibbel. So, und dann haben wir das Regular Kibbel rausbekommen, also mit einem Kano-Ei funktioniert es auch super. Das heißt, die Informationen, die wir über den Dodo-Dex haben, sind sehr, sehr zuverlässig.
Als nächstes kommen wir zum Superior Kibble und hier ist auch mal wieder einmal eingeblendet, wo ihr denn ein Large Egg, also ein großes Ei herbekommt, unter anderem vom Allosaurus, vom Argentavis, vom Mantis, vom Megalosaurus, vom Moschops, vom Spino und auch vom Tapijara oder von der Titanoboa. Ich persönlich würde mir jetzt hier wieder einen Fleischfresser zähmen, womöglich den Argentavis, weil ich den relativ einfach finde zu zähmen und dann könnt ihr eben da wieder die Eier farmen. Bevorzugt wird dieses Kibble vom Allosaurus, vom Argentavis, vom Biber, was auch sehr wichtig ist, weil es laut Statistik der beste Holzfarmer ist, den ihr zähmen könnt. Der dauert auch lange zu zähmen, weil es eben ein Pflanzenfresser ist. Das Mammut könnt ihr damit zähmen, den Megalodon, die Schneeeule und auch das Nashorn sozusagen, was auch nochmal wichtig ist, weil damit könnt ihr später einen XP-Trank craften. Für das Superior Kibble braucht ihr folgende Zutaten. Einmal wieder das Large Egg, da habe ich jetzt ein Argentavis-Ei genommen. Ihr braucht einmal geräuchertes Filet, ihr braucht zwei Zitronen, einmal Harz. Harz bekommt ihr aus dem Redwood, da müsst ihr einfach mal ein paar Bäume anzapfen. Es gibt extra so einen Haken, den ihr da reinschlagen könnt und dann könnt ihr eben Harz farmen. Zwei seltene Pilze und wieder fünf Fiber und ein Wasserglas. Einmal wieder anzünden und dann bekommt ihr auch schon euer Superior Kibble raus. Funktioniert also auch mit dem Argentavis-Ei genau, wie es beschrieben ist. Als nächstes kommt dann das Exceptional Kibble und dafür braucht ihr ein extra Large Egg und das bekommt ihr vom Basilisken, vom Brontosaurus, vom Ganoto, vom Quetz, vom Rex oder vom Terzi und hier würde ich mir tatsächlich den Rex zähmen, weil ich finde, aus der Reihe ist das auch der einfachste Dino bzw. der Dino, der wieder am schnellsten geht von allen und bevorzugt wird das Ganze dann vom Bronto, vom Giganoto, vom Quetz, vom Rex, vom Spino und vom Terzi und unter anderem braucht ihr Focal Chili, um das Kibble herstellen zu können. Wie ihr Focal Chili herstellen könnt, zeige ich euch eben nochmal. Und für das Focal Chili braucht ihr folgende Zutaten. 5x Zitrone, 20 Tintobeeren, 20 Azulbeeren, 20 Amarbeeren, 10x Mechobeeren, 9x gegrilltes Fleisch und standardmäßig ein Wasserglas. Es dauert tatsächlich ein bisschen, aber dann bekommt ihr eben Focal Chili raus und das braucht ihr dann eben, um das Exceptional Kibble herzustellen. Und was ihr dafür braucht, zeige ich euch eben. Ihr braucht dafür eben ein extra Large Egg. Ich habe jetzt hier ein Rex-Ei genommen. Ihr braucht das Focal Chili, was wir eben gekocht haben. Ihr braucht eine seltene Blume, 10 Mechobeeren und 5 Fiber. Standardmäßig auch wieder das Glas Wasser einmal anzünden und dann gibt es gleich das Exceptional Kibble. Wo ihr übrigens seltene Blumen und seltene Pilze finden könnt, habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Verlinke ich einfach auch nochmal hier oben. Und dann bekommt ihr eben euer Exceptional Kibble raus. Funktioniert also auch super. Als nächstes kümmern wir uns ums Extraordinary Kibble und dafür braucht ihr ein Special Egg und das bekommt ihr vom Hesperonis, vom Rockdrake, vom Wyvern und vom Yuturanus. Ich persönlich würde versuchen, mir einen Yuturanus zu zähmen. Wir spielen momentan auf The Island und da macht es, glaube ich, am meisten Sinn. Folgende Tiere könntet ihr dann damit zähmen. Ein Griffin, ein Megalania, ein Rock Elemental, ein Thylacoleo und ein Yuturanus. Um Lazarus Chowder herstellen zu können, braucht ihr 9x gegrilltes Fleisch, ihr braucht 5 Kartoffeln, 5x Mais, 2x Narkosemittel und 10 Mechobeeren und standardmäßig wieder das Glas Wasser drin. Einmal anzünden, wieder ein bisschen warten und dann bekommt ihr eben Lazarus Chowder bzw. Lazarus Suppe raus und die benutzt ihr dann eben, um das Extraordinary Kibble herzustellen. Für das Extraordinary Kibble braucht ihr ein Special Egg. Ich habe jetzt hier ein Yuturanus-Ei genommen. Ihr braucht einmal die Lazarus-Suppe, 10 Mechobeeren, 5 Fiber wie immer und einmal Honig. Wie ihr Honig bekommen könnt, beziehungsweise wie ihr auch die Biene zähmen könnt, damit ihr Honig bekommt, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Verlinke ich euch wahrscheinlich auch nochmal oben oder unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall einmal anstellen und dann gibt es für euch Extraordinary Kibble. So, und da haben wir einmal das Extraordinary Kibble rausbekommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch verlinkt, wann und wo hier dann die verschiedenen Kibbelarten vorkommen, damit ihr da einfach hinspringen könnt bei Gelegenheit. Dododex ist nochmal verlinkt, da stehen auch viele Informationen nochmal drin zum ganzen Kibbel herstellen. Nochmal eine kleine Information zum Ende, die ich euch nicht vorenthalten möchte und vergessen habe mit reinzubringen. Kibbel ist abwärtskompatibel, das heißt, ihr bräuchtet im Prinzip nur eine Kibbelsorte und könntet damit fast jeden Dino zähmen. Wenn ihr also einen Rex habt und das Exceptional Kibbel herstellen könnt oder generell ein Dino, mit dem ihr das Exceptional Kibbel herstellen könnt, könnt ihr so gut wie jeden Dino zähmen. Es bleiben dann nur 5 Dinos über, die ihr nicht zähmen könntet und das sind folgende. Ihr könntet dann keinen Griffin zähmen, keinen Megalania, keinen Rock Elemental, keinen Thylacoleo und keinen Yuturanus. Das heißt, ihr könntet also wie gesagt mit dem Exceptional Kibble so gut wie alle Dinos zähmen. Natürlich ist es auch so eine Sache, ihr braucht dafür andere Zutaten als für die anderen Kibble, die ihr erst ein bisschen später bekommt, beziehungsweise die ihr
ihr farmen müsst. Ist also alles auch ein bisschen aufwendiger, macht auf jeden Fall auch Sinn, am Anfang die anderen Kibbelarten zu benutzen. Aber das nur so als Randinformation nochmal dazu. Also das Kibbel ist übrigens nur abwärtskompatibel. Nicht, es geht nicht aufwärts. Wenn ihr es aufwärts versucht zu benutzen, dann dauert die Zähmung deutlich länger und die Effektivität nimmt auch sehr, sehr stark ab. Also benutzt immer das richtige Kibbel oder das bessere Kibbel für den Dino, den ihr gerade zähmen wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Du kannst natürlich gerne dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn es dir weitergeholfen hat und gefallen hat. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, um noch weitere Arc-Videos zu bekommen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.